herzlichen Glückwunsch als Amtsträger der, ja, wie sagt man, als der Stadt Mainz. Ne? Ja, ja. Das ja, muss ja, ja schon, das ist ja was ganz Besonderes. Dankeschön. Auch ja, nochmal Applaus. Das war es jetzt immer noch nicht. Wir hatten zwar jetzt die Erstürmung der Ostverwaltung und da waren auch die Brunnenbeutel dabei und haben mir eigentlich den Schlüssel abgenommen, aber ein paar Orden habe ich noch behalten dürfen, das haben sie nämlich nicht gemerkt. Und der Orden für die Brunnenbeutel, den möchte ich gern dem Volker Lorenz überreichen. Ist er da? Volker Lorenz ist viele, viele Jahre Mitglied bei den Brunnenbeinen, aber ich glaube, das Entscheidende ist seit 11 Jahren, und 11 ist immer die, ist so die entscheidende Zahl für den Ostbaratsorden. Wer 11-mal, was weiß ich, die Ortsvorsteherin geküsst hat, oder wer 11-mal, wie Sie, 11 Jahre lang das Auto gefahren hat für die Brunnenbeinen, der bekommt also den Mombach-Orden und den darf ich Ihnen jetzt überreichen. So. Ich meine, erstmal ist nicht so viel, aber erstmal ist schon in Ordnung, ne? Ja. Und deswegen darf ich auch jetzt Sie bitten, mit mir einzustimmen in ein dreifach donnerndes Hellau für die Mombacher Fasnacht, die Brunnenbeutel Fasnacht und den Volker Lorenz, der in diesem Jahr den Ostbacher Orden bekommt. Hellau!